Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Runde. Wie heißt das Ganze nochmal? Und zwar das geheimnisvolle Schloss. Na, das geheimnisvolle Labyrinth von Schloss Balthasar. Und ich würde sagen, wir springen gleich ins Spiel rein. Brücke haben wir gemacht. Dann sind wir jetzt da. Alles klar, dann geht's los. Hoffe ich. Irgendwann. Jetzt. Aufgabe haben wir keine. Okay. Man kann nur hier entlang rennen. Da können wir nicht rein. Da ist ein Hebel, den können wir umlegen. Da ist schon das Ziel, okay. Gibt es hier noch irgendwas, was mit dem umlegen muss? Ein Hebeln oder so? Ne, da können wir nicht entlang. Da können wir auch nicht entlang. Okay, das heißt, wir können nur den Hebel umlegen. Und dann jetzt aufs Ding zurückgehen, auf den Platz. Also ans Ziel. Sicher, dass es stimmt? Ich weiß es nicht. Wie? Hühnchen. Oh, halt. Wir gehen jetzt an. Draufklicken. Da hoch und dann rechts eigentlich. Ja, genau. So, und dann nächsten. Was? Was? Wir gehen das Ganze jetzt wieder. Ah, so, genau. Falsche Richtung. Läuft immer, als ob gleich jemanden boxen würde. Und noch den Elefant. Der rein. Ob es da stehen geblieben ist, wollte ich nicht. Alles klar, das heißt, der geht dann da hoch und der weiß das ist für das Level auch schon. Das ging ja aber eigentlich schnell. Wow. Weiter geht's. Ich will irgendwas Schwereres haben. You won't trust me. Das habe ich schon gemacht. Oder wird es. Hä? Ich hoffe, ich hüpfe jetzt nicht wieder auf den zweiten Bildschirm, was ich mich gerade vermute. Ja, was habe ich doch schon gemacht? Niu, niu. Jetzt bin ich auf dem zweiten Bildschirm, na super, das kann ich vergessen. Ganz schnell bewegen, vielleicht kriege ich es doch noch hin. So, das hatte ich aber alles schon hier. Ich will doch hier nicht fünfmal das gleiche machen. Hallo? Egal, machen wir das halt schnell hier. Ich will eigentlich was Neues mal machen. Ach komm. Ich will nicht auf den zweiten Bildschirm. Wenn ich jetzt klicke, erscheint rüber irgendwie so. Oh. Hallo? Jetzt. Komm schon. Boah, bis man da rüber ist. Das ist ein bisschen blöd in der Steuerung, finde ich. Vor allem mit zwei Bildschirmen. Nein, ich bin auf dem zweiten Bildschirm, das möchte ich nicht. Das ist ein doof, finde ich, dass man eben mit der Maus auf den zweiten Bildschirm kann, dass der Bildschirm nicht gesperrt ist. Also nicht wirklich Vollbild ist. Ich kann mal versuchen, F11 zu drücken, was nochmal Vollbild bedeutet. Nee, das bringt gar nichts. Jetzt bin ich am Rand vom zweiten Bildschirm, das ist natürlich echt super. Ganz schnell irgendwie rüberhüpfen. Oder war das Ganze jetzt nur ohne Erklärung? Nee, das ist das Gleiche. Das habe ich doch alles schon mal gemacht. Nee, das kann ja nicht sein. Das kann doch nicht sein hier.
Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass die Maus auf dem zweiten Bildschirm sitzt. Och Mann, komm, geh darüber. Das ist ein Scheiß. Lol. Nein! Habe ich jetzt auf Menü geklickt? Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich werde das Ganze dann offline machen, also nicht aufgenommen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Und lasst vielleicht mal eine Bewertung da, wie ihr das Spiel an sich findet. An sich ist es cool, bis auf das mit den blöden Steinen, die man da hin und her ziehen muss. Das finde ich echt doof. Aber die an sich, die Idee ist echt gut gemacht, auch mit den verschiedenen Rätseln. Werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es kommt nicht mehr dieses blöde Drecksbrückending. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.